Sie ist eines der ganz großen Projekte in der Region, die Regionalstadtbahn Neckar-Alb. Sie soll in Zukunft die Städte und Gemeinden in der Region miteinander vernetzen und die Verkehrswende mit vorantreiben. Gebaut wird die Strecke zwar noch nicht, doch die Planungen sind bereits in vollem Gange. An welchem Punkt die beteiligten Ortschaften jeweils stehen und welche Rolle die Bahn für sie spielt, das haben die Bürgermeister mehrerer beteiligter Städte heute im Reutlinger Rathaus erklärt. Von Reutlingen über Pfullingen und Liechtenstein bis hinauf nach Engstingen soll ein Teil der Regionalstadtbahn einmal führen. Dieser Abschnitt, der einmal von der Echertstalbahn befahren wird, soll unter anderem die Anbindung der kleineren Ortschaften in die Achalmstadt verbessern. Auch deshalb waren sich die Bürgermeister, Landrat Ulrich Fiedler und die Vertreter des Zweckverbandes Regionalstadtbahn heute einig. Die Regionalstadtbahn wird dringend gebraucht. Das sieht auch Oberbürgermeister Thomas Keck so, auch wenn er sich bei seiner Fürsprache nicht nur auf Reutlingen bezieht. Wir brauchen dieses Projekt dringend, denn es ist, und das betrifft schon wieder nicht nur Reutlingen, das größte umwelt- und verkehrspolitische Projekt in der gesamten Region mit einer gewaltigen Tragweite und Reichweite. Und es ist für Reutlingen, für den Stadtumbau hier, für die Verkehrswende absolut unabdingbar. Damit diese gelingt, hat die große Kreisstadt aber noch einiges an Planung vor sich. Aktuell ist noch gar nicht klar, wo die Schienen in der Stadt eines Tages entlangführen werden. Bei dieser Entscheidung werden auch die Bürger ein Wörtchen mitzureden haben. Also wir werden in Reutlingen die Bevölkerung natürlich mit ins Boot nehmen, Bürgerbeteiligung, aber mit klar umrissenem Rahmen, was auch die Zeitvorgaben anbelangt. Bis Ende kommenden Jahres werden wir klargemacht haben, wo die Trasse durch die Stadt Reutlingen verläuft, durch die Innenstadt, und dann kann geplant werden. Geplant wird auch in Liechtenstein. Dort ist die Linienführung bereits klar. Derzeit kollidiert diese aber noch mit einem Radweg. Und da künftig die Regionalstadtbahn wieder dort verlaufen soll, wo früher die Schienen waren, aber jetzt ein Radweg ist, muss dieser Radweg verlegt werden. Und eine Aufgabe wird es eben sein, diesen Radweg wieder in angemessener Art und Weise dann zu ermöglichen, neben einer Linienführung der Regionalstadtbahn. Die früheren Schienen bringen aber auch einen Vorteil. Denn weil auf dem Abschnitt der Echertstalbahn eine alte Bahnstrecke reaktiviert wird, fördert der Bund bis zu 90% der Baukosten. Bis wann die Planungen vollständig abgeschlossen sind, ist noch nicht klar. Zurzeit befindet sich aber ein weiteres Großprojekt in der Planung, das vorgibt, wann die Bahn in jedem Fall fahren muss. Wir haben alle miteinander im Echertstal ein ganz großes Ziel, das heißt Bundesgartenschau 2039. Für die Bundesgartenschau braucht man die Regionalstadtbahn, bis dahin wird sie fahren. Und es ist sicherlich keine gute Idee, sie erst im Jahr der Bundesgartenschau zu eröffnen, sondern ein gutes Stück früher. Diese und weitere Infos tragen die Beteiligten ab 13. Dezember in Pfullingen auch noch einmal den Gemeinderäten der vier Ortschaften vor, bevor die Planungen weiterlaufen.